Und natürlich sofort zurück bei Borderlands. Wir haben hier, sind jetzt an der Stelle, meine ich, wo wir unsere Handfeuerwaffen kriegen. So, das sind die sogenannten Waffenkisten. Jo, bin dabei. Und hier findet man einfach allen möglichen Scheiß. So, hier sind erstmal zwei Knarren und dann sind die unterteilt. Halt. Wie gesagt, es ist halt Rollenspiel, das darf man nicht vergessen. Steht dann natürlich Schaden, Zielgenauigkeit, Feuerrate. Und, ja, warte, ich muss mal gerade mal Fernseher leiser machen. So. Ja, ach, ich nehme so oder so beide mit, denn man kann sie auch verkaufen. Auch wenn du eine scheiß Waffe findest, die du eigentlich nicht brauchst, danach wird erstmal auf den Preis geguckt, weil Geld ist hier bei Borderlands das A und O. Und es geht einfach nur darum, also das Spiel hat keine wirkliche Story. Es geht halt darum, diese Kammer zu finden. Aber, naja, storymäßig ist das jetzt nicht so doll. Es geht einfach nur darum, hier Beute zu machen. Und das macht einfach... Glaubt mir einfach, Leute, es macht einen Riesenspaß, stundenlang hier einfach nur rumzulaufen, Beute zu machen und oh, es ist einfach geil. Also mich hat das Spiel einfach übelst geflasht. So, da ich mich auch teilweise ein bisschen auskenne, weiß ich, dass hier Schuss ist. Ja, genau, auf X springt man. Ah, oh, Leute, liebt ihr auch so das Geräusch, wenn man die Knarre so durchzieht? Oh, geil, ey. Na egal, weiter geht's. So, dann steht natürlich auch, was wir für einen Schaden machen. Mein Gott, ey, ich hab so die Battlefield-Steuerung, deswegen muss ich mich erstmal hier dran wieder gewöhnen. Oh nee, Alter, du kriegst so übelst einen Header. Boah! Oh, Alter, Leute, ist das nicht geil, ey! So, das war gerade so eine Ampulle, die man sich spritzen kann, damit man halt Gesundheit wieder kriegt. So, hier das Geld. Was ist hier so drinne? Ah, okay, habe ich schon voll. Das war Pistol Money. Was versteckt sich hier hinten noch so? Nochmal Sniper-Muni, das ist sehr gut. Ui, da ist ja jemand. Und Headshot. 117 Schaden mache ich im Headshot. Und da unten seht ihr auch, ne, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber halt das ganz unten in der Mitte, ich wollte kaum mit dem Finger drauf zeigen, das hättet ihr echt super gesehen, ist halt die Erfahrungsleiste. So, wenn man die Waffe nimmt, da rechts steht dann halt auch immer, was es für Damage macht, Feuerrate und so weiter. Also mich hat das Spiel wirklich von der ersten Sekunde an geflasht letztes Jahr. So, da sind wir auch schon Level 2 aufgestiegen. Wie man Beine abschießen, das geht nämlich alles auf. Ausgezeichnet. Ich wusste, oh, habt ihr es gesehen? Los jetzt. Ich melde mich bald wieder bei dir. Ist ja ekelhaft. Sorry Leute, ich konnte es mir nicht verkneifen. Nachladen erstmal. So. Ich bin hier drüben. Ja, ich sehe dich, mein Freund. Es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Der neue Besucher hat das Problem gelöst. Mann, ich hab echt gedacht, jetzt ist alles aus. Diese verdammten Banditen lassen uns einfach nicht in Ruhe. Ich musste alles verrammeln. Ich lass dich rein. Mach schon. Verdammt. Die blöden Stromkreise sind wieder im Eimer. Versuch's mal mit dem Schalter da draußen. So, das sind dann die Missionen, sozusagen die Questbox, sozusagen was dir angezeigt wird. Da steht dann, was du machen musst. Das Gebäude 03 öffnen und mit Dr. Sekt reden. Z, meine ich. Dann steht Belohnung halt 48 Erfahrungspunkte. Dann wird automatisch angezeigt, für welches Level das ist, und dann wird ja auch automatisch der Schwierigkeitsgrad angezeigt, normal und tralala. Ja, so, oh, wir müssen die Tür aufmachen, das steht schon auf normal. Leute, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ja, und da unten steht auch Geld, wir kriegen nix, super. So, nehmen wir an. Und da unten dieses grüne Teil, was jetzt am Radar leuchtet, das zeigt uns dann genau an, wo wir hin müssen. Ja, das habe ich den Leuten doch schon erklärt gerade, Ruhe jetzt. Ich bin hier der Erklärer. So, und da sehen wir auch unseren, ja, ich sag mal, ersten Auftraggeber.
ein kleiner, großer Psychodoktor. Danke fürs Aufmachen. Ich heiße Seth. Operieren darf ich nicht mehr, seit ich meine Lizenz verloren habe. Aber ich halte die Medstationen hier am Laufen. An diesen Automaten kannst du alles kaufen, was ein Arzt dir auch verschreiben würde. Bloß was auch richtig geil ist, es gibt quasi so, wie soll ich das nennen, so, ja, PS3 und so weiter. Wisst ihr ja, dass diese Trophäen haben, diese Achievements und so. Und die gibt's hier auch in-game. Sprich, ach, wo ging das denn? Leute, wo ging das? Ach genau, hier. Genau, das hier sind Ingame-Trophäen und wenn man die macht, dann steht hier zum Beispiel töte 250 menschliche Feinde. Und dann kriegst du plus 2000 Erfahrungspunkte. Und das sind so Ingame-Trophäen, wo du dich auch übelst mit hochleveln kannst. Also das ist schon... Ach, das ganze Spiel ist einfach geil, ey. So, jetzt geben wir die Quest ab. So, abgegeben. Und dann kriegen wir direkt die nächste. Skeks am Tor. Töte Skeks und kehre zu Dr. Zed zurück. Machen wir direkt mal so, da haben wir die Erfahrungspunkte gekriegt. Ja, das hätten wir. Bitte folge mir, ich öffne das Gate für dich. Also wirklich, wenn ihr es euch schon am Überlegen seid zu holen, macht es. Auch jetzt gerade, wenn ihr das Video so seht, ey. Ich habe es damals auch, wo es rauskam, die ganze Zeit mir Videos angeguckt. Und da habe ich gedacht, scheiße, ey, ich muss mir das holen. Und ich habe es echt nicht bereut. Wirklich, ich habe es viermal durchgezockt schon. Oh mein Gott, der arme Roboter. Das geht so nicht. Aber eins gebe ich euch gleich als Tipp, holt euch nicht die deutsche Version. Ich kann es nicht oft genug ausdrücken. Und man findet, also es gibt wirklich über eine halbe Million Waffen im Spiel, die sich halt alle unterscheiden. Das ist schon wirklich krass. Das war schlecht. Ah, na, noch die Schulter getroffen und jetzt noch ein Header. Ins rechte Auge. Sehr nice. Als würdest du Nein Toast schwer auf die Nerven gehen. Keine Sorge, der kriegt, was er verdient. So, Nein Toast, den er hier gerade erwähnt hat, das ist schon der erste Bossgegner. Oh, der arme kleine Roboter braucht unsere Hilfe. Würdest du ihm bitte helfen? Klar, helfe ich dir. So, Diagnose erstellen. So, da ich weiß schon, wo das alles ist. So hält er nicht mehr lang durch. Sieh zu, ob du was findest, womit du ihn reparieren kannst. Im Internet kann man es bis zu 4 Leuten spielen, die Kampagne, alles. Man kann sich komplett frei in der Map jeder bewegen, das ist nicht irgendwie eingeschränkt. So, die Quest abgegeben, nochmal Erfahrung gekriegt. Und es geht natürlich um Splitscreens bis zu 2 Leute. Es scheint okay zu sein. Gerade zu zweit, alter Leute, macht das so Bock mit dem Kumpel so zu zocken. Und dann ist natürlich, dann denkt man, ja, zu zweit ist ja alles einfacher. Nee, die Gegner halten dann auch mehr aus. Aber je mehr Gegner, desto stärkere, je mehr Leute spielen, desto stärker die Gegner und desto stärker die Gegner natürlich, desto besser die Beute, die man macht. Das ist schon alles ganz cool. So, wir, das sind diese Skeks, die wir killen müssen. Das sind die Welpen, die sind ja noch süß. Oh, Headshot. Und die haben zum Beispiel jetzt eine andere kritische. Bei Menschen ist es ja der Kopf. Ja, hier ist es rein theoretisch auch der Kopf. Aber mehr das Maul. Wenn du mitten reinschießt. Ah. Brüllt jetzt nicht. Oh Mann, ich würde euch das gerne mal zeigen gerade. Na, okay, das war wieder. Na, egal. Ich kill jetzt, bevor ich hier noch, nur weil ich was zeigen will, draufgehe. So, einen müssen wir noch killen. Guck, da brüllt er und dann muss man... Ah, Mist, jetzt habe ich es nicht geschafft. Komm. Also ich habe extra gerade daneben geschossen. Ich wollte nur, dass er nochmal brüllt. So, und... was war das? Also, Schuss. Ach, und es gibt hier einfach allen möglichen Scheiß. Also, man hat sich echt nicht satt gesehen an diesem Spiel. Ich kann es wirklich... Ich kann es nicht oft genug sagen und euch empfehlen. Was kann ich wirklich. Für dich tun? So, Quest wieder abgeben, kriegen wir sogar 313 Dollar und 144 Erfahrungspunkte. Gerne, und das nächste kommt schon. Besorge einen Energiekoppler, repariere den Mediautomat und kaufe ein Schild.
Ja, das machen wir direkt. Schild ist sehr, sehr gut in diesem Spiel. So, wir haben schon über die Hälfte der Erfahrungspunkte wieder. Das bedeutet, wir steigen auch schon bald wieder auf. Also, das muss ich auch dazu sagen, man steigt weder zu schnell auf, noch zu langsam. Also, das ist wirklich gerade bei so vielen MMORPGs, dass man denkt, oh, man braucht so lange und tralala. Also, hier ist es wirklich genau richtig. Ach, das gibt's doch nicht. Warum kriege ich das denn nicht hin? Das ist der Vorführeffekt mal wieder. Komm jetzt. Bam, habt ihr es gesehen? Man kann natürlich auch reinschießen, wenn das Maul zu ist, aber da brauchst du echt verdammtes Glück, dass du da triffst. Komm, brüll doch nochmal. Ach komm, ich messer dich jetzt. Naja, Messer ist es eher nicht. Das ist schon irgendwie ein bisschen was Größeres. So, Pistolschuss. Kam hier nicht noch einer? Nee, gut. So, wir brauchen dieses Teil hier. So, das nehmen wir mit. Und wieder zurück. Was natürlich jetzt krass ist, das muss ich auch noch sagen, das ist im Splitscreen und überhaupt im Multiplayer ein bisschen scheiße. Und zwar, man hat später tausende von Waffen einfach dabei. Das kann ich vielleicht auch irgendwann mal in meinem Main zeigen, in meinem Main-Character. Und wenn jetzt irgendwie was abgeht, du brauchst ein Medikit. Du musst das Medikit aus dem Inventar nehmen. Du kannst jetzt nicht, sage ich mal, auf Kreis drücken. Okay, da ist eh ducken. Und man hat Medikit genommen. Du musst dann Select drücken, ins Inventar gehen und dann hier Medikit nehmen. So, jetzt im Hintergrund wird die Zeit eingefroren. Ist cool. Im Multiplayer geht das logischerweise nicht. Da gehst du dann ins Inventar, aber im Hintergrund geht's weiter. Und wenn du gerade mitten im irgendeinem Gefecht bist, tja, dann nippelst du schön ab. Aber ich meine, gut, da hat man ja dann einen Kumpel dabei, der dich direkt wieder reanimieren kann. Und dann ist das eigentlich kein Problem. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ist auch egal. So, das setzen wir jetzt hier ein. Damit ist der Automat hier wieder intakt. Und wir können uns ein Schild kaufen. Oder Medikits gibt es hier natürlich auch. So, was habe ich denn an Money? 765. Gut, das Schild kostet schon 250 knapp. Super. Nehmen wir uns. So, und jetzt sehen wir über der HP-Anzeige. Du solltest die Maschine benutzen, um Zeug zu verkaufen, das du nicht mehr brauchst und dir dafür ein Erste-Hilfe-Kit zulegen. Und siehe da, wir haben ein Schild, was sich langsam auflädt. Und das gibt es halt auch noch in zigtausend verschiedene Versionen. Da gibt es dann auch, wenn es abgelaufen ist, dass du eine riesige Feuerexplosion von dir gibst oder eine Elektroshockwave und so und Säure und ach du meine Güte, da gibt es jeden Kram, den man sich vorstellen kann. Und das ist einfach geil zu entdecken. So, ich beende jetzt erstmal den Part und dann geht's hier. Warte, ich kann euch ja direkt sagen, was die nächste Quest ist. Töte Banditen und kehre zu Dr. Sekt zurück. 8 Banditen killen, da sind aber mehr als 8. Also ihr könnt euch auf was freuen. Und wir steigen auch gleich schon wieder auf. Sehe ich das richtig? Ja, nach der Quest müssen wir dann auch aufsteigen. Beziehungsweise in der Quest. Also freut euch mit mir auf Level 3. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.